Da kannst du NRW aber nicht über einen Kamm scheren. Du kannst generell nicht alles über einen Kamm scheren. Es hat, um noch das Thema, ich muss jetzt, musste einmal cutten für die YouTube-Folge, um das nochmal kurz aufzunehmen. Es gibt hier eine Ortschaft, die hat sich entwickelt über die Jahre, die ich auch kannte. Also beziehungsweise, es ist diese Sache, dass Menschen ja doch schon ein bisschen dazu tendieren, in so einer Gemeinschaft zu leben. Und dann wird halt eine Siedlung hochgezogen mit Einfamilienhäusern und es ziehen halt relativ gleich alte Menschen da ein und dann machen die ihre Straßenfeste in dieser kleinen Ortschaft und so weiter und sind wirklich plötzlich wie so ein Dorf in dieser Gemeinde. Wo du dann irgendwie denkst, das ist einfach ein anderer Planet. Die leben halt in ihrer 40 Wohnung, also beziehungsweise 40 Häuser-Gemeinschaft und machen da ihr Ding in diesem Bereich und regen sich aus diesem Bereich heraus darüber auf, ja, wie kacke das woanders ist, weil es da so viele Ausländer gibt. Ist halt so total skurril. So, die kriege ich aber auch platt. Nennt man glaube ich auch Parallelgesellschaft, oder? Ja. Glaubt, wir meinen da dasselbe. Ich habe es einfach nur erklärt und das Wort fasst das glaube ich zusammen. Ja, du hast Ausländer, die sich über Ausländer aufregen und sogar richtig intensiv. Das hat einfach damit zu tun, dass es ja wirklich Ausländer gibt, die sich wirklich stark bemühen, in diesem Land akzeptiert zu werden. Und dann kommen natürlich irgendwelche Assis jetzt, die dieses Bild einfach kippen, woran natürlich Leute, die jetzt zum Beispiel aus der Zeit, wo wir hier in NRW die türkischen Arbeitskräfte und so weiter gesagt haben, kommt vorbei und arbeitet hier, die natürlich jetzt irgendwie seit 30 Jahren hier leben und hier groß geworden sind und die einfach wieder in diese Kritik geraten, nachdem sie sich halt ewig bemüht haben, weil jetzt einfach Assi-Leute kommen, die einfach diese, ja, die machen einfach die Arbeit zunichte. Und natürlich kann ich dann verstehen, dass du dann, sag ich mal, als Mensch mit Migrationshintergrund dich einfach nochmal mehr aufregst als eingesessene Deutsche, die irgendwie seit 150 Jahren hier in der Region leben, gefühlt, als diejenigen, die davon gar nicht betroffen sind so intensiv. Und das kann ich richtig nachvollziehen. Das finde ich nicht strange, das ist einfach normal. Nee, du musst stehen bleiben. Du wirst zerfetzt da vorne. Wut. Den Tod nicht abwehren. Ein bisschen eng hier in der Mitte. Ich gehe. Aus welchem Stadtteil kommst du eigentlich? Vernichte diese Unreinheit. Rumminkeinhausen. Da der Stadtteil immer noch groß ist und das kein Geheimnis ist, kann ich das einfach sagen. Ich bin Vorstadtjunge. Vorstadtbub, hier aufgewachsen und geboren. Weil anders kannst, gibt keinen Grund anders in Duisburg zu leben. Ja, Rumen ist eine feine Ecke. Ich habe ja nie was dagegen gesagt. Rumen ist vollkommen okay, weil es einfach so weit weg ist von der Innenstadt. Oder von den Assi-Vierteln. Deshalb, es ist halt hier schon gut zum Aushalten. Wenn man eine gute Wohnung findet. Die sind nämlich echt Mangelware hier.
Und ohne Auto bist du hier aufgeschmissen, wie im Dorf. Das ist nicht dein Land. Ey. So, geh mal weg. Duisburg hat nicht mehr den größten Binnenhafen der Welt. Das hat was mit der industriellen Entwicklung hier zu tun gehabt vor Ort. Was willst du denn mit dem größten Binnenhafen der Welt noch, wenn du den nicht benötigst für die Ausfuhr der Güter von hier? Da hat nichts damit zu tun, dass Duisburg gesagt hat, brauchen wir jetzt nicht mehr. Das Leiden muss enden. Beziehungsweise, ja, machen wir jetzt mal einfach just for fun den Binnenhafen zu. Duisburger Innenstadt kann's vergessen, ey. Duisburger Hauptbahnhof ist der einzige Hauptbahnhof, dessen Dach von Panzertape gehalten wird. Versuch die mal zu mir hinzulocken. Die müssen da hinten, die müssen da weg. Schnell. In der Mitte kämpfen komme ich nicht ran an die Leute. Der Duisburger Innenhafen ist auch gar nicht so alt, aber der hat auch schon einige Entwicklungen mitgemacht. Da sind einige Läden auch wieder geschlossen worden. Der war mal größer und schöner gefühlt. Und Marxloh ist ja auch eigentlich keine. Also Duisburg-Marxloh ist ja eine Hochzeitskleidermeile, die wir sehr beliebt ist. Aufgeben. Die da vor Ort ist. Alles vom Truck gefallen. Ich war da noch nie. Da ich noch nie heiraten musste oder wollte. Ja, wollen vielleicht schon, aber es sich dann zu. Also es sich nie ergeben hat. War ich noch nie auf dieser Hochzeitsmeile. Das Leiden muss enden. Wir sind alle seine Kinder. Vernichte diese Unreinheit. Magst du aber meine teure Gegend, als die Thyssen-Mitarbeiter da gewohnt haben? Ja, und jetzt kannst du deine Eigentumswohnung für 15.000 Euro kaufen. Weil da keiner leben will. Boah, aber die gammeln auch einfach nur ab, ne? Die Gegner. Und ThyssenKrupp ist zwar noch vorhanden, aber ist ja auch nicht mehr so groß wie früher. Erst die Furcht, dann das Vertrauen. Darf ich bitten?
ThyssenKrupp und HKM, die Stahlindustrie hier vor Ort. Aber da ich ja auch Leute kenne, die da arbeiten, so teuren Stahl, das leisten sich nur die Russen noch. Ansonsten sind die auf dem Weltmarkt nicht mehr konkurrenzfähig. Kommt zu mir, Kinder. Ich werde euch alle. Ja, China ist Marktführer für Stahlexport und alles, weil die sich auch die ganzen Rohstoffe geholt haben. Während hier aufgrund von immer mehr Auflagen mit der Zeit einfach auch die ganze Stahlindustrie am Sack war. Es ist einfach zu teuer in diesem Land hier sowas wie Stahl zu produzieren. Ich wandle in seinem Licht. Wie können sich Russen das leisten? Weil Russen einfach noch ein bisschen mehr Geld zahlen wollen. So, geh mal eben rüber. Dann heizt sie die Dame. Ah, das überlebt die nicht. Keiner klaut ihr Geld. Das ist nicht dein Land. Du hättest fliehen sollen. Für Nevedar. Hass. Ich folge seinem Licht. Geh mal hier hin. Beim Zorn des Hohen Vaters. Kriegen wir alle hochgeheilt. Hör. Mortis, benutze meinen Körper. Mein Gott, wir haben jetzt relativ viel über Duisburg geredet. Man kann hier leben. Studenten aus anderen Städten leben gerne hier, weil die Mietpreise so günstig sind. Ha! Ach, ich mache keine bessere Werbung für Duisburg. Also Bürgermeister werden, ja, warum nicht? Bürgermeister von Duisburg werden, ich glaube, es könnte was Besseres geben. Du unterschätzt mich. Ein Bauernhof aufmachen und Ställe ausmisten hört sich eigentlich besser an. Für Nevedar. Müllermann der Ruhr ist schön. Wenn wir schon über Städte reden sollen, die. Du wirst geläutert. Die nicht so schlimm sind wie Duisburg. Und ist auch nicht so weit weg von hier. Ich muss dein schlagendes Herz. Hast du schon mal einen Stall ausgemistet? Ja, habe ich.
Stirb für mich. Mühlemann an der Ruhr hat so der perfekte Konsens zwischen, du lebst zwar in der Stadt und hast alles in der Nähe, aber es sieht halt trotzdem immer noch so dorfmäßig aus. Und dass es halt irgendwie unnötig komplett überfüllt ist oder halt so szenetechnisch, als wenn du in der Düsseldorfer Innenstadt rumhängst. Darf ich bitten? Meine Dynastie lebt weiter! Duisburg ist der Vorreiter für bezahlbaren Wohnraum. Das gilt für viele Ecken von Duisburg, das gilt aber zum Beispiel nicht für die Innenstadt in der Nähe vom Stadttheater oder sowas. Da sind die Mietpreise einfach explodiert, obwohl die Gegend nicht mal schön ist. Das ist einfach das Krasse, es ist schweineteuer geworden, da zu leben. Nachdem das Einkaufsforum gebaut wurde und so weiter und so fort. Obwohl es einfach hässlich ist. Vernichte diese Unreinheit. Der Hohe Vater sieht alles. Hoher Vater, leite mich. Gerade im Süden und Osten Mülheims ist es schön. Ich finde eigentlich auch der direkt Tod an der Ruhr nicht. Mülheim finde ich das sehr angenehm. Da habe ich ja das ein oder andere Date gehabt. Unterwegs. Ich habe das Gefühl, dieser Kampf gerade hier dauert ewig. Es hat aber nichts mit dem Reden zu tun. Wut. Danke, Venturi, für ein Stufe 2 Sub. Vielen Dank. 15 Monate voll, 15 weitere Folgen noch. Ich glaube, man kann Geld sparen, wenn man Vorausabonnement macht. Los geht's. Wobei ich immer denke, mein Gott, Leute, die daran glauben, dass du 12 Monate auf jeden Fall noch streamen wirst. Und dass irgendwas passiert. Wir sind schon älter, Leute. Das bedeutet, könnte auch sein, dass ich mal gesundheitlich ausfalle. Wir müssen lernen, uns zu einen. Ich habe keine Sympathie für Mülheim, da ich da Dates hatte. Ich bin da mit dem Hund ab und zu mal spazieren gewesen und generell gefällt mir der Städteaufbau von so einem Mülheim besser als der Städteaufbau von einem Köln. Zum Beispiel. Köln empfehle ich nur ehemaligen Alkoholiker, weil die kriegen ja nichts Vernünftiges zu trinken. Wieso hast du Pläne zu heiraten und Familie zu gründen? Selbst wenn ich heiraten würde oder Familie gründe, wäre es ja kein Grund dafür, nicht zu streamen. Dann kriegt halt dämliche Posts von mir wie, öh, der kleine Jochen ist jetzt geboren. Keine Ahnung, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie ich meine Kinder nennen würde. Wenn mich gefragt wurde, habe ich gesagt 1, 2, 3 und 4, aber sonst kommst du ja durcheinander, ich habe kein Namensgedächtnis. Aber es ist schwierig dann, wenn 2 plötzlich größer ist als 1. In der Wildnis findest du eine verstaubte Sammlung seltsamer, beinahe fleischartiger Seiten, die offenbar mit dem schwarzen Blut der Zwerge geschrieben sind. Der Foliant der Engel, seltsam. Das gesamte Buch ist in Glyphen verfasst, wie diese in Ilian. Genau wie in Ilian kannst du die Bedeutung der Glyphen erkennen. Der Text des Folianten ist absolut unzusammenhängend. Aber er beschreibt die erste Epoche Nevendars, die Epoche von Neringar. Betresen verlieh Nevendars Gestalt. Über dieser himmlischen Gestalt atmete Galean aus, so entstanden die Bäume und Solonil weinte, was Fluten und Flüsse erschuf. Die Zauber, die folgen, kanalisieren dieselbe Magie der Götter. Wenn jemand mächtig genug wäre, diese Magie zu beherrschen, würde ihm die Welt gehören. Dann kam Wotan, der Nevendar mit seinem mächtigen Hammer schlug, wodurch Berge und Schluchten geschmiedet wurden. Hier werden Götter beschrieben, von denen ich noch nie gehört habe. Wenn das wahr ist,
hat Betresen Nevendar nicht für den Hohen Vater erschaffen, sondern für seine Gattin. Alles in allem umfasste die Epoche von Neringar hunderttausende von Jahren. Sie endete mit der Erschaffung der Völker. Erst kamen die Elfen, dann das Meervolk und anschließend die Orks und die Zwerge. Abschließend kam der Mensch, den Betresen zusammen mit den niederen Tieren erschuf. Anders als die anderen Völker erhielten diese letzten Schöpfungen den freien Willen. Die Zauberformel hier kanalisiert die Macht der Schöpfung und das hier, laut diesen Glyphen, gab es noch andere Völker, ältere. Diener des Hohen Vaters, Geschöpfe aus reinem Licht, die sich bereit erklärten, gefangen in Fleisch auf Nevendar zu leben. Engel. Der Foliant endet mit der zweiten Epoche, der Epoche von Heulonto. Doch hier steht, dass die Engel nicht von hoch oben auf Nevendar hinabstiegen, sondern von unten kamen. Es folgen seitenweise unleserliche Zauberformeln. Schon beim Lesen hast du das Gefühl, den Verstand zu verlieren. Das ergibt alles keinen Sinn. Wenn dieser Foliant recht hat, ist die gesamte Geschichte Nevendars eine Lüge. Aber jetzt können wir das Buch komplett machen. Der kleine Hans Jürgen. Es ist schön, dass ihr euch so dafür interessiert, wie ich ein Kind nennen würde. Da wissen wir alle, der einzig wahre Name ist, Mischka. Ach, Ivan, so ein Unsinn. Ich würde mir da vorher genauso viele Gedanken machen wie beim Hund. Und ich finde Balthasar ist ein super Hundename. Weil es einfach nicht typisch wäre für einen Hund. Also kann ich mir für ein menschliches Kind einen typischen Hundenamen aussuchen. Wie Katinka. Aber da kannte ich schon mal einen Hund und ich kenne leider auch einen Menschen, der Katinka heißt. Wo du einfach nur denkst, Tiberius. Bellopock. Waldemar. Waldi. Also so groß ist meine Liebe auch nicht für Spaceballs. Was ist mit Horus? Edelhard. Ist das Geschlecht noch wichtig? Die Jägerin der Folianten kehrt zurück. Ich wusste es. Hast du meine vermissten Seiten gefunden? Lass uns über die Folianten sprechen. Ich fand den Foliant der Engel. In den Wäldern fand ich ein Werk, das Foliant der Engel hieß. Es ist in den Glyphen geschrieben, die man in ganz Ilian findet. Und dieselben Glyphen, die auch auf seiner seltsamen Rüstung zu sehen sind. Bring mir das Buch. Zögernd legst du den Folianten neben Tuchulkan, der sich darauf stürzt wie eine Spinne auf ihr Mahl. Nur noch ein Foliant, dann bist du wieder hergestellt. Hoffentlich bereue ich das nicht. Das war's dann, tschüss. Muss speichern vorher. Denke, ich muss gegen den kämpfen. Diese Nix-Endung wegen gallischen Namen wie Bock auf Nix oder so, das ist reines Asterix- und Obelix-Denken. Das hat nichts mit den richtigen gallischen Namen zu tun, wenn ich mich recht entsinne. So, ich fand den Folianten der Abscheulichkeiten. Du hältst den Folianten empor, seine zerfetzten Ränder legen sich wie lebende Tentakel um den Rücken von Tuchulkan. Nee, tut mir leid, wenn das Kind Kevin heißt, kann ich das nicht lieben. Kismissia Suprema Sticasa, mein Kind. Suprema Stikol. Jetzt, da der dritte und letzte Foliant wieder bei mir ist, entfaltet sich Chulkan vor dir. Grauenhaft, pulsierend und lebendig. In den falschen Händen könnte dieses Werk die Welt zerstören, in den richtigen Händen wohl ebenfalls. Jägerin der Folianten, du wolltest in meinen Seiten die Antwort darauf suchen, wie man die Untoten aus Mortis kaltem Griff befreien kann. Meine Seiten sind dein, falls du sie willst. Ich bringe dich nach Ilian.
Ich habe dich nicht wieder zusammengesetzt, nur damit Mortis dich wiederbekommt. Du gehörst jetzt mir, Grimorie. Du packst das schwere, fleischige Buch in deine Tasche. Deinem Pferd gefällt es gar nicht, dass es den verfluchten Text tragen muss. Tausende Jahre der Enttäuschung und Verderbtheit meiner Göttin liegen in deinen Händen. Du weißt, dass sie dir das nie verzeihen wird. Für Reue ist später noch Zeit, es muss gehandelt werden. Wenn sie Rache will, soll sie kommen. Das war die richtige Entscheidung. Klar, aber trotzdem verschwinden wir lieber von hier, bevor sie nachsehen kommt, ja? Die X-Endungen gehen auf Vercingetorix zurück, der tatsächlich so hieß und lebte. Und es wird auch nie ein Kind bei mir geben, was Chantal heißt. Hört auf, über den Namen eines hypothetischen zukünftigen Kindes zu bestimmen bei mir. Warte mal ab, bis du vor vollendeten Tatsachen gestellt wirst. Kennst du aus der Familie doch schon. Und waren auch Giftranken. Kann ich jetzt auch entfernen. Einfach Barbara. Barbara als Mädchen, Bernd als Junge. Wie findet ihr das Spiel jetzt? Gut oder geht so? Disciples Liberation ist eigentlich ganz angenehm. Also der... Das Einzige, was mich halt stört, ist, dass das der Schwierigkeitsgrad relativ überschaubar ist. Aber so finde ich, das ist ein ganz gutes Spiel. Nicht perfekt. Solide Rundenstrategie-Kost. Da ist noch irgendeine Quest hier oben. Aufeinanderprallende Truppen. Tief in den östlichen Wäldern stößt du auf zwei Gruppen, die kurz davor stehen, den schlammigen Waldboden mit ihrem Blut zu tränken. Ich würde gerne mal einen Elfen kennenlernen, der kein kaltblütiger Mörder ist. Und ich bin ein Weitenbewohner, der mehr ist als ein arroganter, verlogener Dieb. Er war doch noch ein Kind. Euer Sohn ist in den Ahnensitz der Thü-Dynastie eingedrungen. Er hat unsere Warnung nicht beherzigt. Also hast du ihm durch den Hals geschossen. Ganz ruhig, meine Herren. Beruhigt euch, einen Streit gewinnt man nicht, indem man lauter schreit als die anderen. Der Weitenbewohner Engoerand der Goldene wirbelt herum und schaut dir in die Augen. Erst jetzt fallen dir die Tränen auf, die ihm die Wangen hinunterlaufen. Bezwingerin des Eintreibers, dem Hohen Vater sei Dank, dass du hier bist. Dieser Mörder hat meinen Sohn erschossen.
Seine Stimme und seine Hände zittern, als er spricht. Er war 10, 10, dieser Mann ist ein Mörder. Ihr seid alle Kinder verglichen mit der Lebenserwartung der Elfen. Der Stamm der Tü beansprucht das Recht auf diese Wälder. Der Junge war also im Wald. Es ist eure Aufgabe, den Wald zu beschützen. Ihr habt in ihm einen Eindringling gesehen und ihn erschossen. Der Junge wurde gewarnt und wie ihr alle weigerte er sich zuzuhören. Das ist Wahnsinn. Hilft mir, seinen Tod zu rächen. Seid eine Verbündete der Elfenstämme und ich verspreche euch freies Geleit durch diese Lande und den Dank meines Volkes. Mein Gott. Aber ich muss... Ach, der Junge hat den Tod verdient. Ich muss mit den Elfen. Also beim Imperium habe ich eh schon verkackt von der Freundlichkeit her. Die Elfen haben euer Land vor einem Eindringling beschützt. Und was ist eure Lösung, in das Land einzudringen? Typisch. Geh nach Hause, Soldat. Das ist eine alte Quest. Mein Gott, das sind Level 7 Gegner. Ich habe die nur übersehen, als ich früher hier war. Es gibt keinen Schwierigkeitsgrad, weil angeblich soll es später ein bisschen schwieriger werden. Aber der Prozess zum es wird jetzt schwerer ist halt wirklich langsam. Noch fast schlimmer als im Japan-RPG, wo du gefühlt hast, du spielst erstmal 25 Stunden Tutorial. Bevor irgendwas kommt, was Anspruch hat. Ergib dich oder stirb! Setze den Feind unter Druck. Ich kapituliere niemals. Wir werden siegen. Zermürb den Feind. Wir halten hier die Stellung. Weil wir auch einfach der Gottvater dieses Spiels und deshalb sieht das so einfach aus. Ich folge seinem Licht. Hinfort, Bestie der Dunkelheit. Stirb und werde erweckt. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Für den Hohen Vater. Schmerz wird ein Lohn sein. Deshalb, die Kämpfe, die gemacht wurden, das Aussehen der Effekte und alles haben sie wirklich gut gemacht. Aber es könnte einfach ein bisschen im Balancing knackiger sein. Die Kämpfe müssen ein Ende nehmen. Weil es gibt ja theoretisch keinen Grind. Es sind ja alles vorgegebene Kämpfe. Es gibt nur ganz wenige Ecken, wo Gegner nachspawnen, dass du gegen die mehrfach kämpfen könntest, theoretisch. Und da könnte man sich vorstellen, dass es ein bisschen knackigere, wie soll man sagen, Einstufung geben würde, vom Gameplay-Design her. Also nochmal ganz selten Sachen drin, wie dass du brennend einsetzen musst in Kämpfen, damit halt sowas wie eine Sofortheilung deaktiviert wird bei Gegnern. Und ich glaube, die haben einfach das Problem damit, dass ich jemand bin, der halt alles komplett, also beziehungsweise vor allem in so einem Spiel Haupt- und Nebenquest-Stränge komplett abgrase. Und man einfach auf der Basis sowieso immer ein bisschen stärker ist. So wie ich halt jetzt in die Region zurückgehe, um da nochmal zu gucken, was ich hier zu tun hatte. Ob ich was übersehen habe. Auf in den Kampf. Wir sind sein fremdgeborener Zorn. Aber wenn man halt, sag ich mal, sehr schwere, rundenbasierte taktische Kämpfe haben will, dann muss man sich halt King's Bounty angucken, 2. Weil das einfach, jedenfalls zum Release, richtig knackig war. Inzwischen haben sie es ein bisschen vereinfacht, weil du mehr Gold findest. Kannst also ein bisschen mehr experimentieren wohl mit deinen Leuten und es geht alles ein bisschen schneller von der Hand.
Mein Volk ist zersplittert und allein, aber wir haben den Ruf der Blutsbäume gehört. Wir müssen dieses Land in dieser Epoche beschützen. Wenn wir das tun, werden wir euch hoffentlich auf unserer Seite haben. Aber als sich der Staub legt, ist der einsame Elf verschwunden. So viel dazu. Das mit den Knochen wundert mich aber beim Quest. Weil die Knochen müssten ja eigentlich irgendwo noch in dem Anfangsgebiet sein. Ich habe alles aufgemacht. Im Graulaub. Hat hier jemand zufällig Gloomhaven gespielt? Leider ich nicht, aber ich habe nur Positives davon gehört. Ich werde es mir auch irgendwann nochmal einverleiben. Auch zu umgehen, dass das Brettspiel ja über 100 Euro kostet. Da kann man ja lieber das PC-Spiel spielen, was halt 30 Euro kostet.